Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge im TSW 3 unterwegs heute auf der Strecke Dresden-Chemnitz mit der ES64U2 von Dispolok bzw. hier im Gewand der Rail4Chem. Wir fahren allerdings keine Chemiewagen oder sowas ähnliches, sondern hier diese Habinz-Wagen, während hier vorne noch eine 363 hier an uns vorbeirollt. Wir stehen hier gerade in Freiberg in Sachsen. Können wir uns gerade hier nochmal angucken. Hier die Station. Ja, hier Freiberg. Und ich würde sagen, wir setzen uns mal in den Führerstand und fahren mal los, sobald wir dürfen. Das Signal ist auch schon bei uns auf grün. Können wir mal ganz kurz hier noch dem Kollegen zuschauen, was der noch hier so macht. In seiner kleinen Altbau-Rangierlok. Wohin er hinrangiert, können wir mal nebenbei beobachten. Wir lösen mal ganz leicht schon mal die Bremsen, beziehungsweise ziehen mal die Lokbremse an. Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. So, jetzt geht's. Genau. Hier ist auch eine Mod drauf, ne? Die Enhancement Mod. Wenn ich dran denke, beschreibe ich sie, packe ich sie in die Videobeschreibung. Dann machen wir uns mal die PZB an in der mittleren Zugart. Das ist auch, glaube ich, vollkommen in Ordnung. AFB lassen wir aus. Fahrzeit heute ungefähr eine halbe Stunde. Was wir vorher natürlich machen müssten, einmal hier gucken, ob mit der Lok alles in Ordnung ist soweit. Einmal von außen inspizieren. Das gehört normalerweise dazu, dass man sich da alles erstmal augenscheinlich einmal anguckt. So, Bremszylinder sind ist hier noch angezogen, die Bremse. Ja. Ich würde sagen, wir können jetzt die Bremse lösen. Und schon mal langsam Leistung aufschalten, während mir gerade einfällt, dass wir noch das Spitzensignal anmachen müssen, was in diesem Fall hier ist. Und dann einmal hier Markerlights haben wir. So. Warum auch immer das Ganze gerade auf Englisch ist, weiß ich auch nicht, aber ausfahren dürfen wir mit 60. Daher befreien wir uns auch mal. Ja, und wir fahren bis Dresden-Altstadt. Güterbahnhof. Sehr schöne Lok. Immer wieder gerne Taurus. So. 60 haben wir erreicht. Und hier ist die Ankündigung für 90. Die bestätigen wir natürlich auch und ziehen mal leicht die E-Bremse an. Wir sind nämlich zu schnell. Ja, kriegen wir hin mit der E-Bremse. So. Und lassen mal rollen. Und wir dürfen 100 fahren. Ja, anscheinend schon, aber gleich E90. Nämlich ab hier, da können wir mal den Roadrunner benutzen. Dafür drücken wir zweimal hier drauf auf den
So, ich hoffe, das hat funktioniert. Ah, was habe ich denn verpasst? Den Wachsam-Taster. Oh, da war eine 70-Ankündigung. Ja. Ja, so schnell geht das. Tja, kaum haben wir angefangen, schon halten wir schon wieder. Aber wenigstens hier schön auf der Brücke. Okay. Gucken, dass sich die Bremse löst. So. So, jetzt müssten wir fahren können. Wir rollen auch schon. Okay. Tja. So, 1000 Hertz Beeinflussung, ne? Also nicht schneller als 40 fahren. Leistung wieder rausnehmen. Und wir lassen jetzt erstmal rollen. Gucken, dass sich die PZB gleich mal beruhigt. Oh. Ja, sollte natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht über 45 hinausfahren. Ah ja, okay. Dann können wir uns jetzt befreien. Und ja, 70 sind angekündigt, dann fahren wir jetzt mal gleich auf 70. Bis wir die 70 erreicht haben, dürfen wir dann auch maximal nur noch 70 fahren. Beziehungsweise, also bis wir die 70 km/h erreicht haben, dürfen wir nur noch 70 fahren. Auch 60 haben wir erreicht. Und jetzt sind gleich auch schon 70. Vmax sind heute 120, begrenzt durch die PZB. Eigentlich können wir mal die AFB uns hinzuschalten. Dafür nehmen wir die Leistung komplett raus und den AFB-Hebel einmal nach vorne. Und dann hier einmal den Schalter umgedreht. Kriegen wir das? Einen Moment. Dann müssen wir einmal die Kameraposition wechseln. Ne, hier war das schon. Da. So, und jetzt setzen wir den Hebel wieder zurück auf 70. So, warum auch immer jetzt hier gebremst wird. Das muss mir mal jemand erklären. Ich habe ja die AFB nicht auf weniger als 70 gestellt.
Okay, wir dürfen laut Hart 90 fahren. Dann machen wir das auch. Wir wollen jetzt ja nicht trödeln. Wir können mal die Displays hier einmal auf dunkel stellen. Und hier vorbei am Bahnübergang. Aber ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich 120 fahren dürfen, weil die Wagen, meine ich, im beladenen Zustand auch nur 100 zulassen. Allerdings steht da nicht, ob der Zug beladen ist oder nicht. Müssen wir mal schauen, aktuell dürfen wir sowieso nicht schneller als 100 fahren. Von daher ist das eh nicht relevant im Augenblick. Können wir hier uns die Lampe anmachen? So. Das Vorsignal ist grün. Und wir düsen hier einmal über die Taranta-Rampe, beziehungsweise das jetzt ja nicht die Rampe wirklich, aber die Strecke heißt ja so. Immer noch meiner Meinung nach einer der ansehnlichsten Strecken, die wir hier so haben im TSW. Was ist denn los mit dem Haus? Warum sind denn da bitte die Lichter an? Sieht ja gruselig aus. So, okay, wir dürfen jetzt tatsächlich schneller fahren. Ja, dann nehmen wir mal die 120. Ich denke mal, das wird in Ordnung sein. Der Zug fühlt sich ehrlich gesagt nicht besonders schwer an. Also das Anfahren wirkt jetzt nicht besonders schwer auf mich, von daher glaube ich, dass der Zug unbeladen ist. Aber das wissen wir nicht. Aber sage ich jetzt einfach mal, der Zug ist unbeladen. Das heißt, wir dürfen 120 fahren. Ich muss einmal kurz mein Handy leise machen. Es bimmelt die ganze Zeit im Hintergrund hier. Das wollen wir ja nicht hören. So. Ich habe neulich eine ganz tolle Dokumentation gesehen vom NDR. Gibt es auf YouTube, gibt es auch in der NDR Mediathek. Die Nord Story, sowieso immer eine tolle Dokumentationsreihe. Da gibt es wirklich, also die Dokus sind wirklich absolut sehenswert. Und da gab es jetzt vor kurzem eine Doku zur Hamburger Hafenbahn. Das ist zwar jetzt geografisch ganz woanders als jetzt hier, wo wir gerade unterwegs sind, aber da wir jetzt gerade im Güterverkehr unterwegs sind und gerade da auch der Rangierlok an uns noch vorbeigefahren ist, ist mir da sofort der Gedanke gekommen, das mal mit der Dokumentation zu erwähnen. Absolut sehenswert, guckt sie euch gerne mal an. Gibt es, wie gesagt, auf YouTube, gibt es in der ARD Audiothek, Mediathek, die Nord Story Hamburger Hafenbahn. Was da so los ist, ne, das ist unglaublich. Und das war jetzt nicht mal irgendwie der Güterbahnhof in Maschen oder sowas, sondern das war wirklich nur die Hafenbahn, direkt am Hafen eben. Das ist der absolute Wahnsinn, was da so 24 Stunden lang geleistet wird. Der größte Hafenbahnhof Europas und damit auch der wichtigste Hafenbahnhof Europas.
So, wir müssen schnell runter auf unter 70. So, befreien uns. Jetzt ist das natürlich ein bisschen unnötig, ist stark langsam geworden. Warum wird eigentlich gebremst, wenn ich die AFB leicht runterstelle? Ja, da seht ihr es hier. Da werden ganz kurz die Bremsen angezogen. Und wir sehen uns hier, die E-Bremse wird auch angezogen. Warum? Ist das tatsächlich so? Ist ja nervig. So, dann einmal hoch auf die 90. Beziehungsweise gleich sind es eh 80, daher bleiben wir jetzt auch mal bei den 80 und hoffen, dass wir jetzt keine Beeinflussung bekommen. Müssten wir aber nicht, genau. Aber das verstehe ich wirklich nicht, warum man, wenn man die AFB runterstellt, dass dann angefangen wird zu bremsen, obwohl wir halt. Obwohl unsere aktuelle Geschwindigkeit immer noch unterhalb der ist, die durch die AFB eingestellt ist. Klar, wenn wir die AFB auf eine niedrigere Geschwindigkeit einstellen, dann verstehe ich das ja, warum gebremst wird. Aber ansonsten, finde ich komisch. Aber vielleicht ist das so, vielleicht ist das irgendwie so eine Art zusätzliche Hilfe oder so eine Art Sicherheitsmechanismus, der eingebaut ist. So, ab hier gelten die 80. Oh, es fängt an zu regnen. Dann schalten wir mal den Scheibenwischer an. Obwohl es noch sehr bewölkt, sehr sonnig zu sein scheint. Mit etwas Glück sehen wir einen Regenbogen. Ja, das wäre schön, ja, wenn es Regenbögen im TSW gäbe. So, wir haben noch 17 Kilometer vor uns, also immer noch ein gutes Stück an Strecke. Und dürfen ab hier 90 fahren. Wir können dazu den Roadrunner benutzen. Dafür haben wir zweimal drauf gedrückt. Gutes Deutsch. Und AFB auf 90 eingestellt, den Rest macht die Lok dann von alleine. Wir können ein bisschen die Leistung rausnehmen, müssen wir nicht voll durchgedrückt haben. Hier wird noch ein bisschen Forstwirtschaft betrieben. Hier wird schon noch gearbeitet im Regen. Bisschen geackert. Ups.
Und ich sehe eine Ankündigung auf 70. Okay. Dann einmal reingebremst. So, 70 sind unterschritten. Und wir befreien uns auch direkt. Die AFB braucht auch ultra lange, um die Bremse dann auszulösen, ne? Also ich habe schon Leistung aufgeschaltet, schon lange. Und trotzdem hat sie noch die Bremse angezogen, ja. Jetzt geht es aber bergab. Von daher. Da links die Ankündigung auf 60, die interessiert uns, glaube ich, soweit dann nicht. Ich glaube, bei uns bleiben es die 70. Also auf jeden Fall sehr, sehr schön, wie man sich hier durch dieses Tal hindurch schlängelt. Das ist schon definitiv einer der malerischsten Bahnstrecken Deutschlands. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Mal in den Tunnel rein. Sehr schön, 612 waren Doppeltraktionen mit Intercity-Lackierung. Auch hier so einer meiner Lieblingsstellen im Spiel, wo man hier oben an diesem Bahnsteig vorbeifährt und unten ist halt noch das Tal mit noch einzelnen Häusern. Und ich glaube, ein Fluss ist da auch noch. Ja, genau, eine Straße. Also da muss ich sagen, hat die TG ganze Arbeit geleistet bei der Strecke. Das ist absolut einer der schönsten Strecken. Huch, das klang aber nicht gesund. Ist unser Zug noch da? Ahnung, was das jetzt war. So, ab hier sind es 90, also aktivieren wir wieder den Roadrunner. Und sobald wir den hören, dürfen wir dann 90 fahren, was jetzt gleich sein dürfte. Nämlich jetzt so. Und AFB auf 90 eingestellt. Und Leistung aufgeschaltet. So, es wird schon sehr früh reingebremst, dass wir nicht über die 90 fahren, weil es auch bergab gerade geht. Und das Signal vor uns zeigt Fahrt an. Das Vorsignal. Okay, ich sehe eine Geschwindigkeitsherabsenkung. Also bremsen wir schon mal rein. Oh ja, 60. Ja. So, schauen wir, dass wir die 70 unterschreiten möglichst schnell, damit wir keine Zwangsbremsung bekommen, was jetzt gerade geschehen ist. Dann können wir die Bremse schon mal auslösen. Haben gleich die 60 erreicht. So. Und stellen die AFB auf 60 ein, dann passt das soweit. Wir befreien uns wieder aus der Beeinflussung. Hier vorbei, da links an dieser Burgruine. Also auch schön hier so wie die Landmarks der Strecke verbaut sind und wir
Schlängeln uns da lang. Sehr schön, oder? Also Pantograph. Wir dürften laut Hart 110 fahren. Weiß ich nicht, ob wir das wirklich sollten. Machen wir vielleicht nach den. Okay, aber hier dürfen wir eh 120 fahren. Also Roadrunner aktiviert. Jetzt wird es auch noch ein bisschen nebelig. Und wir haben eine Ankündigung auf 100. Okay, das passt soweit. So, jetzt werden wieder die Bremsen angezogen, weil ich die AFB runtergestellt habe. Jetzt werden sie wieder ausgelöst. Okay, jetzt wird es belichtungstechnisch etwas komisch. Bisschen sehr hell gerade. Warum ist es so übertrieben hell? So, jetzt geht's wieder. Haben wir jetzt natürlich ein bisschen schlechtere Traktion, müssen wir fürs Bremsen im Kopf behalten. Ich mache mal die Scheibenwischer ein bisschen höher. Das blitzt auch mittlerweile. Ja, jetzt wird es aber ordentlich gewittrig. Ab hier 120 nehmen wir wieder den Roadrunner uns zur Hilfe. Traue ich mich gar nicht schneller zu fahren. Wir dürfen eh gleich nur 110 fahren, dann stelle ich mal 110 ein. Hier ist die Ankündigung dafür. War die Ankündigung auf 100.
Tja, hat keiner einen Regenschirm dabei, ne? Ärgerlich. Ab hier gelten 100. Und wir haben auch 4 Kilometer vor uns, 4,5 Kilometer. Hier im Gewitter mit Blitzen, mit Donner, mit Regen. Also einmal alles. So, das müssen wir bestätigen und jetzt ordentlich mal runter. Ja, also ich verstehe das nicht. Mich nervt es auch ehrlich gesagt von einem Fahrmechaniker, dass da so lange die Bremse angezogen wird, wenn die AFB runtergestellt wird. Das war aber auch nicht immer so mit dem Taurus. Okay, gelten 70. Ich glaube, wir haben ein halbzeigendes Signal vor uns. Jawohl. Da müssen wir mal anhalten. Ja, nee, Türfreigabe kriegst du noch nicht. Wir sind heute ohne Personenwagen unterwegs und lassen jetzt einfach mal rollen. Und wenn noch wieder ein bisschen schneller, weil es bergab geht. Bestätigen wir natürlich nochmal. Ja, also Gewitter geht auch ordentlich auf die Performance, merke ich gerade. Also gerade ist ganz Keller Performance. Über die Weiche.
So, dann halten wir in 500 Metern an und dort endet unsere Fahrt heute. So, 1000 Hertz Magnet. Und wir halten da vorne an. Da ist auch schon ein Zwergsignal. Leben am Limit, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, tschüss.